Amir von Curved in Barcelona auf dem MWC bzw. kurz davor, aber heute halten die großen ihre PKs. Samsung hat soeben das neue Galaxy S6 vorgestellt. Sehr, sehr schönes Gerät. Wir schauen uns das jetzt mal im Detail an. So, wie das HTC One M9 war ja auch das S6 im Prinzip im Vorfeld komplett geleakt und es sieht halt so aus, wie die Leaks das versprachen. Das heißt, wir haben tatsächlich die Glasrückseite hier hinten. Ich habe jetzt hier so eine schwarze Variante, die Glasrückseite. Wir haben diesen Alurahmen, der hier unten an ein Gerät eines großen Konkurrenten von Samsung erinnert. Das Gerät ist dünner, als ich dachte anhand der Bilder. Es ist tatsächlich 7 mm, das heißt, es ist nur 0,1 mm dicker als letztlich das iPhone 6 ist. Es sieht sehr, sehr schön, sehr edel aus, sehr wertig tatsächlich. Die Glasrückseite, das funktioniert. Das ist ein sehr, sehr schönes Gerät. Es ist ein völlig anderer Designansatz als den HTC mit dem One M8, dem One M9 wählt. Es ist ein, wie soll ich es beschreiben, es wirkt irgendwie ein bisschen futuristischer. Es ist nicht so sehr auf edel, es ist mehr auf pragmatisch, futuristisch. Sieht aus wie etwas, was wir vor 2, 3 Jahren noch in einem Science-Fiction-Film vielleicht gesehen hätten. Gefällt mir aber tatsächlich gut, halt anders als das HTC One M9. Anders ist auch das Display. Samsung bleibt bei einem 5,1 Zoll Display. Allerdings erhöht sich die Auflösung extrem. Wir haben jetzt eine WQHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. Anders ist auch der Prozessor, der darunter arbeitet, wo HTC weiterhin auf einen Snapdragon setzt, und zwar auf den 810er, den ganz neuen. Hat Samsung seinen eigenen Exynos verbaut. Es wurde gerade bei der Präsentation nicht gesagt, welcher das ist. Wir gehen weiterhin vom 7420 aus, weil es ein 14-Nanometer Prozessor ist. Und das ist ein Novum im mobilen Bereich. Es ist der erste mobile Smartphone-Chipsatz, der im 14-Nanometer-Verfahren gefertigt wurde. Dazu kommen 3 GB RAM, allerdings sind das DDR4 RAM, da hat Samsung ebenfalls die Nase vorn, das verbaut bislang noch keiner. Sehr schneller RAM-Speicher und das alles soll in Verbindung mit dem ebenfalls überarbeiteten TouchWiz-UI, jetzt ist hier dazu führen, dass das Gerät noch snappier ist, noch schneller, noch lagfreier und natürlich, das wird sich auch in Apps und Spielen niederschlagen. Das können wir nur im Moment noch nicht sehen, weil wir halt noch keine Benchmarks laufen lassen können und das noch nicht richtig vergleichen können. Das wird dann in den nächsten Tagen stattfinden, wenn wir Testgeräte bekommen. Ansonsten haben wir auf der Rückseite eine sehr weit hervorstehende 16-Megapixel-Kamera mit optischem Bildstabilisator. Samsung verspricht davon sehr, sehr schöne Bilder. Auch das müssen wir natürlich abwarten. Auf der Front haben wir eine Kamera, die auch bei Lowlight besonders gut funktionieren soll. Auch das wird abzuwarten sein, wie das dann tatsächlich aussieht. Und ja, was habe ich noch zu sagen? Ach so, was wegfällt, und das ist ein Novum bei Samsung. Es gibt weder einen austauschbaren Akku, noch gibt es einen Micro-SD-Karten-Slot. Das heißt, das Gerät ist auf den Speicher beschränkt, der eben drin ist und wird in 3 Varianten kommen. 32, 64 und 128 GB. Zu den Preisen hat Samsung, wie gesagt, noch nichts gesagt. Verfügbar soll das Gerät international ab dem 10. April sein. Bis dahin werden wir dann aber hoffentlich auch ein Testgerät gehabt haben und euch noch mehr sagen. Das also jetzt erstmal nur ein erster kurzer Eindruck vom Samsung Galaxy S6. Wir werden in den nächsten Tagen noch ausführlicher darüber berichten. Ich könnte euch noch ganz viele Sachen über die Software erzählen. Samsung hat da viele Verbesserungen gemacht, viele Optimierungen gemacht. Samsung Pay soll kommen, ein Konkurrenzprodukt zu Apple Pay, mit dem Samsung behauptet, weltweit könnte man damit auf eine viel größere Zahlungsakzeptanz treffen als mit jedem Konkurrenzprodukt, weil eben nicht auf NFC, sondern auf ein anderes System gesetzt wird. Also, da gibt es noch einiges zu diskutieren beim S6. Mein erster Eindruck erstmal so vom Gerät. Es liegt sehr gut in der Hand, es sieht sehr gut aus, es ist ein gelungenes Design, wenn auch diese, wie ich finde, unsäglichen Reminiszenzen an Apple da sind, aber im Großen und Ganzen ein sehr, sehr schönes Gerät. Ich bin jetzt sehr gespannt auf den Preis und auf die tatsächliche Leistungsfähigkeit. Ich bin Amir von Curved, hier bei Samsung mit dem Galaxy S6. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch, teilt es mit euren Freunden, abonniert unseren Kanal. Da gibt es unter anderem die Vorstellung des HTC One M9 und all der anderen Geräte, die hier in Barcelona auf dem MWC präsentiert werden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Mobile World Congress 2015 und Curved ist für euch vor Ort und berichtet live über alle aktuellen Gadgets, Tablets, Wearables, Smartphones, die die Unternehmen hier präsentieren. Also klickt auf unsere Themenseite auf curved.de und ansonsten natürlich findet ihr hier auch in diesem Kanal alle aktuellen Videos, die wir für euch hier einsammeln.